leidende Kühe und todkranke Schafe einen Anblick, der unter die Haut geht. Die vergifteten Tiere haben den Betrieb der zwei betroffenen Bauernhöfe auf den Kopf gestellt. Heute, knapp zwei Wochen nach dem letzten Botulismusvorfall, kommen die Forderungen nach einer Veränderung. Der Kantonsrat Erich Schaffer hat Mitleid mit den betroffenen Bauern. Da haben wir da im Dorf auch schon diskutiert. Mein Nachbar hat auch gesagt, er macht sich ein bisschen Sorgen. Das könnte ihn genau auch so treffen, weil er hat auch eine Silofräse, hat auch 60 Kühe, über 60 Kühe und futtert auch maschinell. Das könnte ihn auch bereichern. Und die Überlegungen sind schon da. Sie wollen das schon. Das Problem schon angehen. Trotzdem ist Erich Schaffer der Meinung, dass es jetzt nichts bringt, die Problematik in der Kantonspolitik zu besprechen. Ich sehe halt eben den Kreis, der betroffen ist, nicht als sehr gross. Das sind Grossbetriebe und darum wird es da nicht so viele haben, die dann einfach solidarisch wollen, mitmachen. Da kann man natürlich über Politik machen, dass man ein Obligatorium erstellt, dann müsste man. Ob das sinnvoll ist, weiss ich nicht. Der 59-jährige Landwirt appelliert aber umso mehr an den Thurgauer Landwirtschaftsverband. Der soll den Bauern zum Beispiel eine Versicherung auf freiwilliger Basis anbieten. Ja, das ist sicher etwas, das wir werden prüfen. Eine wichtige Erkenntnis ist sicher, dass man es auch impfen kann. Man wird schauen, wie die Impfkampagne vonstatten gehen könnte. Und auf der anderen Seite gibt es auch einen privaten Versicherungsanbieter, der bereits jetzt eine Versicherung anbietet über die aktuellen Fälle. Und da wird man sicher schauen, wie man weiter will vorangehen. Als erstes prüft der Thurgauer Landwirtschaftsverband, warum genau der Kanton den betroffenen Bauern keinen Schadensersatz zahlen kann. Auch wird der Verband langfristige Lösungen suchen, um weitere Botulismusfälle zu verhindern.